Yo, Peace Leute und willkommen zum 17. Part von Watch Dogs. Im letzten Part haben wir uns bei Lucky Quinns Auktion blicken lassen und uns dann da am Ende ein bisschen durchgeschossen. Die werden jetzt natürlich wissen, dass wir hinter ihnen her sind, beziehungsweise, ja was heißt hinter ihnen her sind, ja, wobei doch schon. Also wir sind eigentlich nur hinter Irex Code her gewesen, das war, wow, nice Jump. Das war erstmal das Wichtigste, den haben wir nun und nun ist aber unser Sohn in Gefahr, Jax. Hat sich von unserer, also bei, war ja bei unserer, bei seiner Therapeutin untergekommen. Und der ist nun abgehauen und hat uns dann eine SMS geschrieben mit von wegen, ich wollte doch nur Mutter suchen. Jetzt sind Leute hier mit Waffen und keine Ahnung. Und wir haben ihm dann geschrieben, versteck dich einfach, wir kommen. Und das werden wir jetzt auch tun. Warum kannst du da nicht hochspringen? Aiden, ich bin enttäuscht von dir. Ja, wow, jetzt schaffst du es. Gut, das heißt, wir schnappen uns diesen wunderschön aussehenden Sportwagen hier. Machen einen schönen Turn. Ja. Und dann geht's Vollgas in Richtung Jax. Denn der hat wohl nicht viel Zeit. Ich hoffe, dass er sich gut versteckt. Der kleine Mann. Denn wenn da Leute mit Waffen sind. Vor allem, also Damien hat doch gesagt, er will nichts von Jax. Er will nichts. Aber das sind vielleicht auch diese Leute, die uns damals auch bei unserem Hotel angegriffen haben. Vielleicht. Also, wo ich immer noch denke, dass es C2S, denke ich mal, war. Weil Damiens Leute. Damien will ja von uns Infos. Und ich glaube nicht, dass er dann irgendwie versuchen würde, noch unseren Sohn zu kidnappen, weil wir dann ja richtig mad auf den wären. Also ich denke mal, dass irgendwelche Leute vom CTOS sind. Und wir werden es vielleicht herausfinden in Rollenvorbild. Was zum Teufel macht Jackson hier? Das ist der Racine-Van. Verdammt, er denkt, seine Mutter ist hier. Aber es gehört alles dem Mob. Nach dem Auktionsfiasko werden die Jungs schön wachsam sein. Es sind also Racines Leute, die hier wohl versuchen, unseren Sohn in Gefahr zu bringen. Ihn zu kidnappen oder ihm vielleicht sogar noch was Schlimmeres anzutun. Wer weiß. Wir betreten jetzt ein Sperrgebiet. Gehen hier in Deckung und benutzen einen CTOS-Scan. Uns ein bisschen mehr Überblick zu verschaffen und holen die Spec Ops raus. So. Hier sind ganz schön viele unterwegs. Erstmal will ich die zwei da hinten eigentlich haben. Denn die stehen da so, ja, so, wie soll ich sagen, so schön, dass man sie leicht umbringen könnte. So, das heißt, Fokus ran und dem in den Schädel schießen. So. Der andere. Aufpassen. So, ganz ruhig. Egal. Scheiß. Kein Kopfschuss. Egal, Hauptsache niedergeballert. So. Jetzt haben wir die zwei schon mal erledigt. Das heißt, wir haben hier schon mal ein bisschen freieren Raum. Sehr, sehr schöne Mucke. Sehr actionreich. Okay. Der ist mir noch ein bisschen zu weit weg. So, jetzt dürften wir nah genug sein, um ihm einen schönen Headshot zu verpassen. Über uns ist einer. Ja, von da oben hätten wir eine super Sicht. Da würde ich jetzt gerne hochgehen. Von da oben sind auch die meisten. Nichts, was dich interessieren sollte. Boah, da hat er sich umgedreht, der Pisser. Hier oben sind gar nicht so viele, hier sind nur zwei oder drei. Na egal. So, dann bewegen wir uns mal auf den zu und töten den. Wenn es klappt mit dem Takedown, wenn nicht, schießen wir ihm halt in seinen scheiß Schädel. Kurz einen Stuhl umgestoßen und dann Fresse halten, du Bastard. So, jetzt sind wir hier oben. Das ist schon mal sehr, sehr vorteilhaft, dass wir hier oben jetzt schon mal alles geklärt haben. Da unten sind die nächsten, die ich mir schnappen möchte. Komm, lass mal schnell hier runter. Ah ja, du entdeckst uns nicht. Der muss sitzen. Er hat gesessen. Perfekt. So, schnell zur Deckung vorkommen. Boah, dreh um und geh hier hin. Und dann schieß ihm in seinen Scheißkopf. Okay, da sind jetzt die letzten drei. Sie stehen alle sehr auf einem Haufen. Was ein bisschen blöd ist. Bisschen problematisch, aber der eine läuft jetzt hier in unsere Richtung. Das ist perfekt.
Noch weiter will er nicht laufen, dann stirbt er halt. So, zwei Stück sind es noch, das sollten wir hinkriegen. Vor allem deine steht schön mit dem Rücken zu uns. Was uns natürlich gelegen kommt für einen Takedown. Fresse halten. Der eine da. Der letzte, der darf uns das nicht entdecken. Das wäre ziemlich peinlich. Gegen die Verstärkung verteidigen. Okay, also kommen jetzt noch mehr. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Zwei Autos. Alles klar. Neutralisieren. Ja! Neutralisieren. Perfekt. Also ein Auto ist komplett kaputt gegangen. Und auch mit den Leuten. Die anderen, also die da hinten leben noch. Das ist die Frage. Wann kommen sie? Wer ist? Was sind das für Leute? Ist da ein Vetter dabei? Oder nicht? Das ist jetzt nämlich für die Waffenauswahl recht wichtig. So, mach mal den Schaltkasten hier hoch. Soll ich kurz drüber jumpen? Wow, geil, das war perfekt. Den einen da noch schön weggesprengt. So, komm, schnell dahin, in Deckung. Wird eng, aber egal, klappt. So, und eins, und zwei, und drei. Perfekt. Finden Sie Jackson? Der hat wohl irgendwo oben, müssen wir was hacken. Das war schön, die Verstärkung haben wir sehr, sehr schön schnell ausschalten können. Was? Achso, Getränkeautomaten und Sprengen. Hab da gerade was anderes gelesen. Das lief doch super gut, dass wir das eine Auto halt gleich komplett mit den Leuten sprengen konnten. War perfekt. Und jetzt hacken wir uns mal hier rein. Die Tür offen, dann ist hier hoffentlich Jackson drin. Bring dich in Sicherheit. Komm mit, Jax. Komm schon. Wir gehen. Jax' Gesichtsausdruck. Was habe ich getan? Ich habe sie alle getötet. Was habe ich mir nur gedacht? So bin ich doch gar nicht. Oder? Anscheinend schon, Aiden. Nun ja, es war notwendig, sie zu töten, leider. Sonst hätten sie uns getötet, muss man ja ganz klar sagen. Aber Jackson... Ja, sein Blick hat doch schon einiges ausgesagt und natürlich ist er verängstigt, wenn, also ich meine, wenn man sieht, wie sein Onkel irgendwie 20 Leute in ihr schießt, dann ist man schon ein bisschen verängstigt als 10-jähriger Junge. Auch wenn wir es natürlich nur für ihn getan haben. Es gibt viel, das ich dir gerne erklären würde. Es tut mir alles so leid, Jax. Es ist nicht einfach. Hör mir zu. Wenn ich es mit den bösen Männern aufnehme, musst du in Sicherheit sein. Das wird mir Kraft geben. Wieder Heiler? Ja, das bist du. Aber das ist nur ein Spiel. Ich warne Sie. Wenn ich nicht bald von seiner Mutter höre, rufe ich die Polizei. Jackson hat mit uns geredet. Das ist ein großer, großer Schritt für ihn und auch für uns natürlich. Er hat endlich mal mit uns geredet, auch wenn er wohl sehr, sehr verängstigt war von uns, was natürlich verständlich ist.
Und Yolanda macht uns jetzt ein bisschen Druck, indem sie sagt, ja, wenn wir nichts von der Mutter hören, dann rufen wir die Bullen. Was irgendwo auch verständlich ist. Ich meine, klar, die macht sich Sorgen. Die wird sich schon denken, dass da irgendwas anderes abgeht als nur Trauer. Denn da kann man sich ja trotzdem melden und kurz sagen, ja, mir geht's gut oder so. Und wie Jackson auch neben uns saß, das sah halt ziemlich, ja, verängstigt tatsächlich aus. Und ich denke mal, das hat sie auch bemerkt, gerade als Psychologin. Das merkt man natürlich, wenn Leute verängstigt sind. Und gerade eben, weil sie auch noch sein Psychologe ist, dann merkt sie das noch extra mehr. Nun ja. Wir sind diskret. So, die nächste Mission befindet sich hier drüben. Und zwar einen Bug fernsteuern. Einen Bug. Okay, fernsteuern bedeutet für mich jetzt so viel wie, keine Ahnung, kann ich mir nichts darunter vorstellen. Groß, also, dass wir ihn halt irgendwo durchlenken müssen, denke ich mal, wie damals, was heißt damals, wie mit dem einen da, als wir, wie hieß denn der, den, wo Bad Bug umbringen wollte, den wir dann ja auch rausgeschleust haben, zumindest es versucht haben, es aber nicht geschafft haben natürlich, weil ich in sowas nicht gut bin. Da wäre es natürlich schön, wenn jetzt genau das gleiche nochmal ist, nur mit Bug eben und das dann bitte eine ganze Mission lang, dass ich auch schön oft verkacken kann. Scheiße, Mann, bitte nicht. Hoffentlich ist es nicht sowas mit Durchlenken oder so. Da würde ich doch schon krass verkacken, denke ich mal. Denn in sowas bin ich nicht wirklich gut, wie ihr schon damals bemerkt habt, sicherlich. Aber nun ja, hoffen wir mal das Beste. Hoffen wir mal, dass wir ihn einfach nur, vielleicht, ja, keine Ahnung. Ich kann mir halt nichts anderes drunter vorstellen. Naja, hoffen wir einfach mal, dass es irgendwas anderes ist und nicht das, was ich denke. Servus. Hallo. Hier drin? Ah ja, hier drin. Und starten wir diese Mission mal. Hä? Ah ja. Okay, ist das in den Mülleimer geworfen? Bad Bug muss das packen. Ich setze eine ganze Menge aufs Spiel. Wer weiß, ob er dem Job gewachsen ist. Er ist der leichteste Weg rein. Ich hoffe, das bringt ihn nicht um. Gehen Sie in Position und kontaktieren Sie Bad Bug. Alles klar. So, gibt es hier irgendwo ein schickes Auto für mich? Habt ihr jemanden ein schickes Auto für mich? Nicht so ein Kack-Lastwagen da. Du hast ein schickes Auto. Halt, du fährst jetzt nicht los. Ich schwöre dir, ich bring dich um, wenn du losfährst. Raus da, Mann. Markieren wir uns gleich mal schön den Punkt. Und Vollgas. Alles klar. Einen Bug fernsteuern. Das wird wohl darauf hinauslaufen, wie ich es denke. Dass wir tatsächlich irgendwie über Kameras oder sowas ihn irgendwie durchlotsen müssen oder so. Oh Mann. Ey, was biegst du auf einmal ab, ohne zu blinken, du Pisser? Das kann ja... Das wird ein Heidenspaß. Kann ich jetzt schon mal sagen, wenn es wirklich jetzt das ist. Aber ja, wie gesagt, ich kann mir nichts anderes darunter vorstellen. Okay, wir müssen in dieses Gebäude rein. Und das darf nicht passieren. Okay, die Frage ist, wie kommen wir da rein? Lass mich mal jetzt durch. Das sind aber hoffentlich keine Gegner oder so. Ich weiß es nicht. Ich hoffe erstmal nicht. Wow. Guter Jump. Doch, da sind Gegner. Ich habe nichts getan. Das ist ja halt ein Bastard. Der nächste, komm. Auch ohne Fokus, du Pitch. Ach, echt? So, dann den kurz umlegen. Und da ist noch einer. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass hier keine Gegner sind. Deshalb bin ich hier so reingerast. So. Es ist das, was du glaubst. Nämlich dein Tod. Pisser. So, sehr schön. Dann haben wir die hier alle erledigt in diesem kleinen Bereich. Dann entriegeln. Und rein hier. Und dann werden wir Kontakt mit Bad Bug aufnehmen. Bist du soweit? Bei deiner Mutter. Na genug. Los. Mein Finger liegt auf der Play-Taste, für den Fall, dass du mich verarschst. Oh, es wird das sein, wofür ich es gehalten habe. Wenn die mich schnappen. Er traut dir. Das hast du
Coole Jacke, Mann. Was ist auf Irax Etage? Ich weiß es nicht, Mann. Zimmer. Es gibt ein Zimmer, in das Irax niemanden reinlässt. Alte Gäste da rein. Keine Chance. Geht nicht. Hör mal. Das ist... Sein scheiß Knuckles, Alter. Kein Problem. Bring dein Handy in die Nähe. Du gehst in das Zimmer. Ich bin kein Spitzel. Ich red nicht mit Bull. Ich bin kein Bulle. So. Ich hab so Schiss, Mann. Hör einfach. Führen Sie bitte. Oh ja, es ist genau das. Oh nein. Ich passe auf dich auf. Okay. Es ist genau das und das. Okay. Los, beweg dich. Los. Okay. Das ist es nicht wert. So. Beweg dich. Ja. Schnell, schnell, der kommt. Du musst es aber tun. Ruhig. Wie alt bist du? 19. Ich bin 19, Mann. Der kommt halt wieder, aber der dreht wieder um. Du bist ja ein Kind. Leg dich mal hier rein. Ich immer groß für mein Alter war. Schnell, schnell, schnell. Und wie komm ich denn da rein? Mit Kamera. Der? Ja, da komme ich dann die, alles klar. Ausschalten können wir mit ihm niemanden. Das ist natürlich ein bisschen problematisch. So. Gehen wir erstmal nach da hinten. Bisschen Überblick verschaffen. Okay. Hier haben wir die Kamera noch. Ah, den können wir da anlocken. Direkt. Ach, der ist noch einer. Scheiße. Hm. Problematisch. Wie machen wir das denn jetzt? Geh wieder nach da hinten. Gehe ich jetzt nochmal. Leg dich mal los, dahin. Ich sollte nicht hier sein. So, der hat uns nicht entdeckt. Ich hoffe, er kann. Kann der da drüber springen? Ich denke mal schon. So, der muss sich jetzt wegbewegen. Vorwärts. Ich geh schon. Beweg dich dahin. Hey, wie läuft er denn? Oh nein. Oh nein. Ja, er läuft. Oh Mann, Badbug, spring doch da drüber, du Spasti. Ich habe gedacht, er würde über den Tisch springen. Sonst hätte ich ja auch niemals gesagt, los, lauf. Oh, Badbug, du bist so ein fettes Stück Scheiße. Du bist zu nichts gebrauchen. So. Hier rein. Wie alt bist du? 19. Ich bin 19, Mann. Scheiße. Du bist ja ein Kind. Sieht aber viel älter aus, ne? So, gehen wir hier hin. Wir warten jetzt, bis der da weg ist. Und dann beweg dich mal hier hin. Einfach mal so versuchen. Das klappt. Oder ist da noch einer? Ich hab den nicht gesehen. Ich hab den nicht gesehen. Oh, Leute, das wird so ewig dauern. Ich bin so schlecht in sowas. Wieso kann ich da nicht einfach rein, alle niedershooten? Wäre viel angenehmer. So, beweg dich wieder dahin. Wie alt bist du? 19. Ich bin 19, Mann. Scheiße. Du bist ja ein Kind. Grandma sagt, dass ich immer groß für mein Alter war. Oh Mann, Leute. Das kann echt was werden. Gehen wir nach da hinten auf die. Hacken, was bringt mir das? Zeit für eine Entscheidung, Joe. Besorg mir das Video und du bist mein wichtigster Mann. Jemand hat es gut versteckt. Finde es, dann kann ich Quinn und seine Ficke versenken. Verarsch mich nicht und du bist Fisch, sondern du bist Fischfutter oder sowas. So, wir könnten den anlocken. Zum richtigen Zeitpunkt. Dann könnte der nämlich bis hierhin durchlatschen. Sobald der sich wegbewegt, lasse ich ihn los. So, okay. Beweg dich dahin. Anlocken. Go, 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 go. Genau, und schön da verstecken. Warum hängst du mit diesen Arschlöchern rum? Ist meine Familie. So. Hoffentlich bewegt er sich jetzt wieder genau an den Punkt zurück. Ja. Und stellt sich da wieder hin. Dann bewegt sich da weiter. Bring mich nicht zum Lachen. Ja. Könnte schlecht enden. Okay. Hier scheint noch niemand zu sein. Wir gehen mal kurz durch. Doch, da ist jemand. Können wir den Fensterladen schließen? Beweg dich mal.
Geh hin. Ja, ja. Sieht ihr uns nicht? Oh, du solltest weiterlaufen eigentlich. Okay, Moment. Die Kamera. Bewegung. Dahin sollst du. Ja. Da sitzt du nämlich ganz angenehm. Weiß, da können wir einen anlocken. Aber ich will eigentlich das schließen. Kann ich das nicht schließen? Ah, doch. Hier, Fensterladen. Mach den mal runter. Ah, scheiße, aber dann kann ich ihn nicht mehr steuern. Hier ist noch eine Kamera. Vielleicht komme ich ja trotzdem wieder raus. Ja, ich glaube, ich komme wieder raus. Bin ich denn jetzt? Um Gottes Willen. Ich weiß nicht, wo ich bin. Hilfe, Hilfe. Ja, ich muss den Fensterladen offen lassen. Shit. Machen wir wieder auf. Jetzt denkt er sich wieder, oh, what the fuck. Ich muss ihn offen lassen, damit der Dude, damit ich den hier sehen kann. Aber der läuft ja auch, wie komme ich denn jetzt wieder hier? Ich muss doch noch eine Kamera. Hä, wo bin ich denn jetzt schon wieder? Hä? Leck mich doch. Ist nicht mein Problem. Den können wir da anlocken. Das ist ein, ja, das müssen wir wahrscheinlich machen. Aber wie komme ich denn jetzt wieder zurück? Da hinten auf irgendeine Kamera? Gar nicht, oder was? Okay, Moment, dann mache ich so. Ich lock den an. Sag dem, dass er sich hier hinbewegen. Mach den Fensterladen zu. Shit! Fuck! Ah, ich hätte es einfach im Anlocken belassen sollen. Ich hasse es. Immerhin sind wir wieder hier. Warum hängst du mit diesen Arschlöchern? So. Das ist meine Familie. Naja, dachte ich. Hierhin. Hast du Familie? Dann lock den Boy an. Beweg dich dahin. Wahrscheinlich. Oh, scheiße, Mann. Los, 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 los. Wo bist du? Da. Könnte schlecht enden. So. So, jetzt geh mal in die Kamera da rein. Smarter die sind, desto beschissener sind sie. Er muss wahrscheinlich hier durch und dann da lang, ne? Denke ich jetzt einfach mal. Ich sollte nicht hier sein. Dann lasse ich mal den Fensterladen runter, dann wird der davon nämlich angelockt. Bewegung. Okay. Dann beweg dich darüber. Das ist es nicht wert. So, hier lang, schnell. Ich hoffe mal, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ich denke mal. Jetzt, los. Okay. Dann muss er das hier, muss er das hier aufmachen. Heftige Schlösser, Mann. Geh nur nah genug ran. Muss er entriegeln. Warte eine Sekunde. Ich brauch kurz deine Kamera. Okay, gehen wir in seine Kamera. Und jetzt geht der keiner rein. Alles klar. Der Computer ist da. Also, entriegeln wir das. Kann hier schön durchlatschen. Wir haben viel Zeit. Läuft jetzt auch automatisch. Das ist sehr, sehr gut. Das heißt, ich muss sie nicht mehr steuern. Entriegeln sie den Serverraum für Bad Bug. Okay, das heißt, da müssen wir wieder an diese Kamera. Dann das hier eindringen. Okay, da geht ein Alarm los. Alles klar. Machen wir mal kurz. Wir haben 30 Sekunden dann. Okay. Da war's gerade. So. Der hier ist offen. Der da unten muss noch auf. Ah, Moment, Moment. Strenz mal wieder vom Strom. Wie müssen wir das denn machen? Na? So vielleicht. Dann geht der runter. Ne, ich muss ja auch hier irgendwie welchen hinbekommen. So, so, so. Dann den noch drehen. Haben wir den hier offen. Strenz nochmal vom Strom. So, da unten. Müssen wir auch hin. Perfekt. Oh Gott. Wie sieht das denn hier aus? Das war so nicht vorgesehen. Ich sag's dir, Mann. Ich sag dir doch keiner aus Irak. Ruhe. Ja, jetzt chill dich mal hier. Ich mach das schon. Nee, das bringt uns so nichts. So, dann kriegen wir den hier oben hin. So, wir müssen erst den da oben freischalten. Denke ich mal. Gott. Das ist jetzt echt groß. Also das ist echt viel jetzt hier. So, aber ich muss ja auch irgendwie...
Ich muss ja auch irgendwie nach da Strom bekommen. Oder ja, genau so. Ja, genau so. Alles klar, ist der hier offen? Den rechts am besten auch noch aufmachen, denke ich mal. So. Dann den mal hoch. Dann den mal hoch. Okay, so funktioniert es nicht. Der muss auf jeden Fall gerade, das weiß ich. So. Nee, so nicht. So nicht. Ja, so. Dann haben wir beide. Nee, dann haben wir die Seite nur. Der muss noch nach oben zeigen. Dann haben wir die Seite. Und jetzt muss das hier nur noch nach oben zeigen. Also so. Nein, shit. So einfach wird das wohl doch nicht. Ah, doch, jetzt haben wir's. Alles klar. Jetzt sind wir drin. So, und dann hacken. Der Computer ist da. Die ist in Benutzung. Okay. Geh rein. Und das ist also dieser Raum. Ja, um die Server zu kühlen. Ja, das ist, glaube ich, nicht schlecht, den zu kühlen, wenn der so riesig ist hier. Da, geh da hin. Wie stört es, dass es da in Benutzung ist? Beweg dich nicht. Oh, sie wissen. Nicht genug. Geh zurück. Die wissen, dass er hier drin ist. Oh, oh. Pfeffer, was soll der Scheiß? Ist nicht so, wie es aussieht. Wonach sieht's denn aus? Weil für mich sieht das nach einem übelst krass verfickten Verrat aus. Andy, kommst du überhaupt hier rein? Warte mal. Ich liebe dich, Mann, das weißt du. Wer hat dich gekauft? Cool, nein. Nein, warte mal. Lüg mich nicht an. Lüg mir bloß nicht ins Gesicht. Das dafür, dass ich dich reingeholt habe. Komm, Kuss, wir sind Familie. Du weißt, ich war's nicht. Er hat mich gezwungen. Fick doch mal. Er ist ganz nah. Nicht da runter, Kass! Geht da runter! Findet den Pisser! Da hat Bedbug wohl fliegen gelernt. Das lief super. Alles klar, wir müssen hier raus. Toll, mit so einem Auto oder was? Ja komm, steig ein, Alter. Scheiß drauf. Einfach weg hier. Den decken uns. Mir egal. Ich will einfach nur abhauen. So, ja, fahrt mir hinterher. Ja, wobei das Auto ist nicht mal so schlecht. Wir sind halt langsam, aber es hält einiges aus. Das heißt einfach nur, wir müssen jetzt ab und einfach einen nach dem anderen neutralisieren. Die schießen. Schön. Die schießen auf uns während dem Fahren. Das ist natürlich nicht so gut. Hoch. Perfekt. Das hat wunderbar funktioniert. Die auch noch hochfahren lassen, einfach so. Okay, sie sind jetzt nur noch vier hinter uns. So, wir fahren einfach weiter und warten auf Neutralisierungsmöglichkeiten. Wir sind halt langsam. Ein bisschen, das ist ein bisschen problematisch, aber wenigstens hält das Auto viel aus. So. Keine Neutralisierungsmöglichkeit. Doch, jetzt perfekt. Sehr gut, haben wir noch eins weg. Oh, wie er uns dreht, Alter. Der Verkehr kommt uns auch zur Hilfe auf jeden Fall. Komm hier. Yeah! Ciao, du Bastard. Sehr schön. War eine Neutralisierung, dass ich ihn darüber geschoben habe. War cool. So, oh, da kommt noch einer. Fuck you. Aber wir sind jetzt dann gleich mitten in der Großstadt. In the Loop. Da gibt es viele Ampeln, viele Möglichkeiten, die auszuschalten. Neutralisiert. Yeah. Perfekt. Neutralisieren. Sehr schön. Kommen jetzt die nächsten bei der Ampel hoffentlich. Neutralisieren. Sehr gut, läuft doch. Da ist noch ein Auto hinter uns. Ich denke mal, die Polle hochfahren. Weg da. Ups, ich habe einen umgefahren. Wir werden die Lusche schon finden. Okay, jetzt haben sie mich verloren. Das ist einfach nur aus dem Kreis raus. Einfach nur aus dem Kreis raus, dann haben wir es geschafft. Das lief nicht alles nach Plan. Wir haben jetzt wahrscheinlich gar nichts bekommen davon, ne? Also Bedbug ist sozusagen völlig umsonst wahrscheinlich gestorben. Ich denke mal, die haben den da schon runtergeschuckt. Aus dem Fenster. Entkommen sie den Weißer, das haben wir geschafft. Sehr gut. Und die wissen ja, also Irek weiß es hundertprozentig, dass hinter ihm jemand her ist. Also er
kann es sich wohl sehr stark denken. Es war nur ein partieller Download. Ja. Ich habe etwas. Ja, oh Gott sei Dank. Wäre der Computer voller Material über... einfach reden. Hör dir mal die Ordnernamen an. Polizeichef Sextape? CEO-Bestechung? CTOS-Verstöße? Iraq sitzt auf der gefährlichsten Waffe der Stadt. Klar, dass die Cops Abstand halten. Ja. Er hatte wohl ein Gespräch mit dem Polizeichef. Kannst du sehen, was in den Ordnern ist? Noch nicht. Ich versuch's. Alles klar. Ordner zum Merlu. Merlu. Ja, das ist der. Das ist perfekt. Ein Ordner zum Merlu. Das brauchen wir. Einen Backwern steuern hat geklappt. So einigermaßen. Wir haben ihn aus dem Fenster ferngesteuert. Das war unser Ziel. Nun gut. Wir haben einen Skillpunkt erhalten. Wie viel haben wir denn? 4. Damit können wir nochmal was machen. Hier beim Hacken. Oder... sonst gibt's gar nichts mehr, ne? Ne, dann würde ich aber Fahren machen. Weil das mit dem Geldautomaten-Boost... ist ja ganz schön, aber jetzt nichts. Ah! Entschuldigung. So, und da bekommen wir natürlich noch einen Anruf. Das war mir schon klar. Er lebt noch! Bedbug, du lebst. Du musst da sofort raus. Ich bin draußen. Ich dachte nur, ich könnte dir mit den Antworten helfen. Du weißt, wegen deiner Familie. Dieses Video, das wir gesehen haben. Iraq hat mich danach gefragt. Wollte wissen, was ich weiß. Rose Washington. Rose Washington? Ich weiß nicht, wer sie ist, aber sie ist in dem Video. Iraq sagt, sie ist tot. Okay, danke. Was könnte helfen? Ja. Ja, du und ich. Sind wir quitt? Wir sind quitt. Gut gemacht, Bedbug. Okay, Bedbug lebt also noch. Finde ich tatsächlich ganz entlassen, dass er noch lebt, denn jetzt haben wir Bedbug nicht auf unserem Gewissen. Ich hätte gedacht, sie haben ihn aus dem Fenster geschmissen. Kam mir so ein bisschen vor, so, nein, nicht darunter, dann... Rossi Fremont gesorgt. Jetzt gib mir was Gutes. Iraq hat eine Menge Schmutz gesammelt, sein Computer ist voll davon. Von Politikern bis hin zu CTOS-Managern. Das Merlo ist auch dabei. Ich wusste es. Ich hab's dir doch gesagt. Es ist verschlüsselt. Ich habe keinen Zugang, aber dieses Video aus dem Merlo. Der Name der Frau ist Rose Washington. Rose Washington? Ich kenne den Namen. War sie nicht beim CTOS? Aiden, das ist die Goldader. Ich habe deine IP verfolgt. Jetzt gib mir meine Schwester. Aber es fängt gerade erst an. Für irgendjemanden ist das Video wichtig. Wichtig genug, um mich anzugreifen und auch deine Nichte. Vorsicht, Damien. Na komm, ich weiß, dass du das genau wie ich zum Ende bringen willst. Das war nicht der... Ich will eigentlich nur meine Schwester, oh, du Bastard. Doch. Du sagst, es ist verschlüsselt? Dann bist du noch nicht fertig. Nein, das wirst du nicht tun. Ich kann tun, was ich will. Hey, ich bin... Dieser Damien, er hat uns einfach. Ich bin müde. Sie kümmern sich um mich, aber... komm und hol mich, bitte. Okay, da sind noch andere bei dir. Ja, das ist gut. Sei auf alles gefasst. Ich werde bald kommen. Ich muss Jack sehen. Wie geht es ihm? Er ist ein tapferer Junge. Er kommt nach seiner Mutter. Aber er ist genauso stur wie sein Onkel. Ich bin doch nicht stur. Er akzeptiert nicht einfach allein. Zeit um. Ta-ta. Damien hat uns tatsächlich einfach... Wir müssen es machen im Endeffekt. Ja, genau. Er kriegt den Hals nicht von. Wir müssen es machen. Wir haben keine andere Möglichkeit eigentlich. Das mit dem, ich habe deine IP gehackt, gehackt, war wahrscheinlich nur ein Bluff von Aiden. Davon hätte ich nämlich bestimmt was mitbekommen. Nun ja, das war's mit diesem Part von Watch Dogs. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da. Schaut in die Playlist und auf den Kanal vorbei, wenn ihr Bock auf mehr habt. Dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich im nächsten Part von Watch Dogs wieder. Peace up und haut da rein.